Ich mache einfach irgendwas, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin sehr basic. Hm. Fange an. Okay. Oh, du bist zu viel. Oh, oh. 32,7. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY Inspiration. Wow. Und herzlich willkommen zu einer neuen Versus Challenge. Mhm. Felix gegen mich tatsächlich. Ich sehe Zahlen und eine Waage. Ich habe Angst. Mhm, ja, wir haben die Waage mal wieder da heute. Und ich habe tatsächlich von allen Sachen, die wir hier liegen haben, wir zeigen die euch gleich nochmal genauer, aufgeschrieben, was auf laut Packung eine Portion davon ist. Eine Portion. Eine Portionsgröße. Okay. Zum Beispiel bei so Chipstüten und bei Popcorn auch ist es tatsächlich bei beiden 30 Gramm. Okay. Und es geht gleich darum, dass wir abschätzen, möglichst richtig, was tatsächlich 30 Gramm davon sind. Und dann wiegen wir das. Dann wiegen wir das aus. Und wer tatsächlich näher dran ist, gewinnt die Runde und bekommt das Produkt. Okay. Dann wir machen es einfach. Also Felix wird es verstehen. Mal sehen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Mhm. Dann müssen wir aber vorher ja noch wiegen, wie viel die wiegen, damit wir das ja noch wieder abziehen können. Womit fangen wir an? Felix, such dir was aus. Chips. Okay, wir fangen mit Chips an, dann haben wir auf jeden Fall was zu snacken. Okay, dafür nehmen wir... Lass uns die durchsichtigen. Ja, wir machen das gleichzeitig. Okay. So. Wir nehmen die durchsichtigen Schalen dafür. Okay. Okay, dann wiegen wir die einmal leer aus. Die wiegen 161 Gramm. Okay. Oder 162. Ungefähr. Okay, gut. Felix packt sich möglichst 30 Gramm da rein. Okay. Die gesamte Packung hat übrigens 150 Gramm, also ein Fünftel davon. Das riecht auf jeden Fall super lecker. Ich mache einfach irgendwas, ich habe gar keine Ahnung. Ich kann halt nicht mal 30 Gramm abschätzen. Und ich weiß auch nicht, wie viel eine Portion ist. Okay, alle, die runterfallen, darfst du essen. Okay. Upsi. Upsi, alle fallen hier daneben. So, okay. Vielleicht hilft mir der Geschmack. Okay. Ja, ich mache mich noch lustig. Du kannst ihn gerne haben, ich kann ihn dir geben hier. Nee, bitte schön. Okay, ich wiege meinen zuerst aus. Oh, das sind 20 Gramm. Oh. Okay, das sind 20. Felix, du hast mehr drin. Oh, wow. Sag ich ja. Das sind tatsächlich 18 Gramm. Mehr darf man sogar essen für eine Portion. Ja, also das hier wäre weniger als eine Portion Chips. Okay. Das sind 30 Gramm. Das ist mal wieder geschafft. Okay, dann sind das tatsächlich meine. Ja, du hast ja mehr als ich. Mhm. Hier wieder rein. Traurig. So, die Schale können wir ja nochmal benutzen. Oh, lass uns vielleicht das Eis als nächstes machen, bevor es schmilzt. Ja. Das Eiskönigin-Eis. Okay, das Eiskönigin-Eis. Eine Portion davon sind übrigens 2 Scoops so. Mhm. Und es sind tatsächlich 100 Milliliter oder 65 Gramm, weil unsere Waage tatsächlich keine Milliliter auswiegt. Es sind 900 Milliliter insgesamt und 505 Gramm. Wow. Eine Runde Felix-Mitleid. Falls es euch genauso gehen würde. Ja, ich versuch's einfach mal. Vielleicht kriege ich irgendwann ein Gefühl dafür, was richtig ist. So, da sind übrigens Schneeflocken mit drauf. Mhm, die wiegen nochmal extra. Okay, du darfst zuerst diesmal. Oh. Voran. 67. 67, was war's? 56 sind also 11 mehr. 11 mehr, mal gucken. 11 Abstand. Das hier sind 50. 6. Okay, ist auch meins. Aber ich esse. Du darfst die ganze Packung essen. Wir probieren das jetzt. Ich darf nachher die ganze Packung essen. Ist vanillig. Wonach schmeckt das denn noch? Was ist denn das Blaue? Weiß nicht. Stumpf. Blaues und weißes Vanilleeis. Mit Schneeflockentopping. Das ist einfach nur Deko. Es ist einfach nur Deko, das Blaue. Ich mag Vanille. Aber es ist lecker. Was ist eure Lieblings-Eissorte? Meine sind Vanille und Schoko. Ich bin sehr basic. Okay. Ich hatte so Rocky Road Eis, fand ich sehr, sehr gut. Es kommen so ganz spezielle Eissorten. Oder mit Peanut Butter finde ich auch immer gut. So. Ja. Okay, Felix, was als nächstes? Mach du. Ich suche mir aus, dann suche ich mir die Kokoswürfel aus. Okay, sie sehen auf jeden Fall sehr niedlich aus. Darf ich mal die ganze Packung? Du darfst gerne die ganze Packung. So sehen sie aus. Also ein Viertel davon ist eine Portion. Mhm. Ich mach zuerst. Okay. Die schmecken, mal sehen. Nicht schlecht, aber anders als erwartet. Ich dachte irgendwie, die wären so... Kokoswürfel? Die Kokos... Die? Weiß ich nicht genau. Ich hatte gedacht, die sind so wie diese Kokoschips. Ja. Und die sind aber viel kompakter. So, Felix, willst du schon mal auswiegen? 25 Gramm? Nee, ganz sicher nicht.
Okay, jetzt. Ich sage, ich fange an. Okay. Oh, du bist zu viel. Oh, das hier sind 40 Gramm fast. Ich habe 28. Okay. Wow. Ja, weil ich habe abgemessen, wie viel ist eine vierte Packung. Felix geht taktisch vor. Ja, irgendwie muss ich ja. Mhm. Ich hätte jetzt gern was zu trinken. Okay, dann machen wir mit dem Trinken weiter. Wir haben einen Wonder Greens Saft. Die machen einfach irgendwie schwarz zu essen, aber ich mag den Kokos gar nicht so gerne. Also die Konsistenz ist witzig. Ich kann nicht aufhören. Ey, ah, nee. Finger weg. Okay. Also die ganze Flasche hat 750 Milliliter und wir haben keine Waage, die Milliliter misst, deswegen werden wir das einfach als Gramm auswerten. Mhm. Ist wahrscheinlich etwas schwerer, aber wir machen es trotzdem so. Okay, das reicht doch schon. Ich mach mal bis hier einfach. Auch hier natürlich, dein eigenes Glas darfst du natürlich trinken. Mhm. Aber erst nachdem ich es ausgewogen habe. Mhm. Gieß mir nicht wieder in die Flasche zurück. Eigentlich müssen wir da so eine Wand dazwischen haben, dass du nicht bei mir gucken kannst. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe definitiv weniger drin als du. Ja. Das können wir immer noch im Eis essen. So. 208. Und wir müssen 250? Nein, 200. Nein! Vielleicht habe ich ja trotzdem weniger. Mal sehen. Ich habe 250, ich habe es glaube ich falsch verstanden. Ich dachte, du wirst 250. Okay, Felix hat die Challenge. Oh Mann. Du hast trotzdem den Saft. Du darfst aussuchen, was jetzt nicht ist. Wir machen das nächste Popcorn. So, 30 Gramm davon. In der Packung sind 120. Ich. Bitte, bitte. Felix geht wieder taktisch zugegangen. Ein Viertel wird da rausgeholt. So. Wieder die Politik, alles was daneben fällt, gehört Felix. Ein Löffel. Hör auf, das an mir zu vergleichen. Ich denke, du hast zu wenig drin. Zu wenig? Ja, du wolltest anfangen. Fang an. Oder ich wiege mein Schwert. Okay. Ha! Oh. 53. Das sind über 50. Ich habe 25, weil ich einen gegessen habe, also eigentlich noch mehr. Aber ich bin näher an 30 dran. Wie viel müssen wir? Was? Das hier sind fast 50 und das sind 25. Aber wir müssen nur 30. Ja, aber das sieht viel, das sieht gar nicht so groß aus, der Unterschied. Ja. Mann. Ja. Ich hab's geschafft. Ich wollte sie wieder reintun. Ich gönn sie dir. Oh, Felix ist heute auch noch freundlich. Mhm. So. Ich lass dich mal zuerst hier drin oder chatten, damit du nicht immer bei mir abguckst. Das hier ist eine Toblerone. Die hat 360 Gramm. Das ist viel Schokolade. Mhm. Und laut Packungsangaben sind 32,7 Gramm davon eine Portion. So sieht so eine Toblerone aus. Die hat so Zacken. Mhm. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein Stück ist. Ist meine Theorie. So, bricht man die nach außen oder nach innen? Einfach. Sie ist da gebrochen. Ich muss jetzt nehmen. Okay. Nein, tue ich nicht. Nein, tue ich nicht. Ha. Hey, noch nicht? Ich habe da noch gar nicht. Hast du schon gesehen? Nein. Es war eh nicht richtig eingestellt. Es ist noch die Schüssel mit drin. Ja. Problem ist, ich mache das gleiche wie du. Ja, aber guck mal, die Bruchkanten sind so unterschiedlich. Das sieht jetzt minimal, aber wir müssen jetzt gucken. Also, wir haben 32,7. Mhm. Okay, du zuerst. 32. Auf den Punkt. 32,7 steht hier. Nein, hier steht 33. Wow! Okay. Ich habe gewonnen. Felix gewinnt. Meine Toblerone. Gute weiße Toblerone. Ich habe ganz schön auch schon gewonnen. Ja, du bist gar nicht so schlecht darin. Mhm. Okay. Ich benutze nur andere Strategien. Als nächstes die Milka. 100 Gramm Tafel. Laut Packung sind 16,7 Gramm, nein, doch 16,7 Gramm, also 17 Gramm nach unserer Rechnung, eine Portion davon. Jetzt ist die Frage, wie viele Stücke sind das? Weil ich aber auch nicht weiß, wie viele Stücke so eine Tafel komplett hat. Jetzt ist die Frage, werden wir uns die komplett ansehen vorher? Du darfst zuerst. Ich habe gerade zuerst. Ah. Mmh. Hm? Das erinnert mich gerade an diesen Zaubertrick, wo man irgendwie Schokolade zerbricht und dann hat man
obwohl man ein Stück isst, immer noch die gleiche Anzahl an Stücken. Ja, weil du so einen Millimeter wechseln und das Auge denkt, das ist doch das Gleiche. Ja, okay. Das ist deine. Ich habe mich entschieden. Okay. Ich gehe einfach davon aus, dass ein Riegel eine Portion ist. Eine Portion ist. Okay. Also ein Riegel, es heißt eine Reihe an Stücken. Deswegen habe ich gerade einfach die Schokolade rausgeholt. Ich habe ein bisschen mathematisch gedacht, aber ist wahrscheinlich falsch. Okay. Ich habe die reingezählt und dann gerechnet 100 bis 16, bla bla bla. Okay. Bla, bla, bla. Okay. Wir haben 17 Gramm, ist die Herausforderung. Wer hat hier mehr 17 Gramm? Ich wiege zuerst. Ja. Bäm! 17. Dann habe ich mehr, weil ich mehr als eine Reihe habe. 27. Upsi. Hier. Danke. Also ich habe es zwar wirklich auf gut Glück, weil ich, ja, also ich habe keine Ahnung. Du hast jetzt eher, ich dachte, es ist einfach so. Einfach nach Logik. Ja, wie viel könnte. Wie viel könnte. Ich habe es wirklich auf gut Glück geschätzt. Und dann haben wir hier auch, so wahrscheinlich ist ein Ding so eine abgemessen, Portion. Eine Portion. Ja. Und da sieht man auch mal wieder, diese Portionen sind sehr flexibel. Okay, das hier sind Bonbon Konfetti Ostereier. Sehr hübsches Design, bunt, mit Milchcreme wahrscheinlich Konfetti gefüllt. Und einem Schmetterling drauf, und in Blau. Und Konfetti drin. Konfetti drin. Nicht verkehrt. Weg. Was steht auf der Packung? 18,9 Gramm. 18,9 Gramm, also 19 Gramm sind eine Portion davon. Jetzt ist die Frage. In der ganzen Packung sind 86 Gramm, sind doch 86 Gramm drin. Wie viele davon braucht man für eine Portion? Ich sag 3. Ich nehme 2. Okay. Meine Rechnung sagt 2. Okay, ich sage 1, 2, 3, 19 Gramm. 13 Gramm. Oh. Du hast schon wieder perfekt gerechnet. Okay, ich habe Ostern gewonnen. Ich habe tatsächlich nicht gerechnet, ich habe es geschätzt. Also ich habe einfach zugegriffen. Ich habe gerechnet und es war fertig. Okay. Also. Warte, jetzt, hast du nicht so einen lustigen Spruch? Keine Ahnung. Okay, ich überlege nochmal. Er denkt sich einen Spruch aus dazu und ich zähle jetzt mal durch, wie viele Sachen ich gewonnen habe. Ich habe das Ostern gewonnen, die Bonbon-Konfetti. Ich habe die Milka gewonnen. Das hier gehört tatsächlich zu dir. Mhm, die war auch bei dir. Mhm. Das Eis war bei mir, das ist 3. Der Saft ist 4. Und ich habe hier unten noch die Chips, das sind 5. Ich habe poppiges Korn, Toblerone und Kokos. Habe ich nur 3 Sachen gewonnen? Kann sein, wenn wir 8 haben. Oh, ich dachte, ich wäre besser. Ich dachte eigentlich auch, du hättest mehr. Nee. Faszinierend. Also Leute, so kann man sich wieder täuschen. Ich finde, es hat auf jeden Fall weil ich die Sachen auch essen darf. Mega Spaß gemacht. Wir haben sehr viele Snacks gewonnen. Ja. Und ich finde es sehr, sehr witzig. Wenn es euch auch gefallen und Spaß gemacht hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.